Ihr hört Radio Leine Herz 106.5. Vielen Dank dafür. Afrobeats kombiniert mit einem Hip-Hop-Groove, so lässt sich die Musik von 100% Mr. T beschreiben. Sein bürgerlicher Name ist Tyro Edwards. Tyro Edwards hat schon in jungen Jahren angefangen, sich für Musik zu interessieren. Heute ist er jetzt bei mir im Studio zu Gast. Hallo Tyro. Ja, hallo. Wir haben jetzt eben schon mal was von dir gehört. Das war der erste Song von deinem Album. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, es war gerade ein sogenannter Cappella. Das ist ein Intro. Da habe ich mich erstmal vorgestellt. Wie ist deine Leidenschaft für die Musik überhaupt entstanden? Es ist immer schwer zu sagen. Also, ich glaube, man ist damit angeboren. Es ist einfach, es ist nicht im Blut, es ist nicht im Film dadurch. Also, man entdeckt das nur später. Und hat auch eigentlich angefangen mit Musik. Ich habe immer auch so Musik, die Bands und dann versucht nachzusehen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Worum geht es in deinen Songs? Also welche Themen behandelst du? Es geht um generelle Themen. Es geht um normale Leben, miteinander, mit Menschen, es geht um Liebe, es geht um manchmal auch Wäsche. Also es ist general. Und wen möchtest du mit deiner Musik erreichen? Einfach, eigentlich alle, die auf Reading stehen. Also es ist kein Musik, wo man es ist zwar ein Afro-Hip-Hop, man sieht auch, dass mit vielen Elemente, also R&B, Jazz-Komponenten, viele dabei. Aber ich möchte damit alle Menschen, die einfach sich zur Musik bewegen können, ich möchte damit den Menschen erreichen. Dein Markenzeichen sind ja rote Handschuhe, ein roter Hut und eine rote Krawatte. Du stehst du ja jetzt auch gerade bei mir im Studio. Was steckt da überhaupt dahinter? Das ist Liebe. Liebe. Einfach, jeder, der das sieht, sagt einfach wow. Das ist einfach ein Abwehr zu schlechten, negativen Gedanken. Das ist einfach Liebe. Rot ist ja auch die Farbe der Liebe. Also erstmal Dankeschön an dich. Wir sprechen uns gleich nochmal weiter. Jetzt hast du uns einen Song mitgebracht. Welcher ist das? Ich hoffe, ich habe erstmal den Dagor Budeda. Es geht um einen bestimmten Menschen, also die einfach nur versuchen, Gerüche zu verbreiten. Wenn irgendwas ist, ich höre nicht richtig hin, die wissen nicht, worum es geht, verbreiten das einfach. Darum geht es um nochmal singen. Das ist